Hallo zusammen, hier ist wieder heute La und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mage Tower Guide präsentieren. Heute der letzte Mage Tower Guide. Von mir ist das jetzt quasi der 36. Ich habe jetzt alle Klassen durch und ja, diesmal soll es um den Priester Heal gehen. Den habe ich mir für den Schluss aufgespart, weil ich von vielen gehört habe, dass das so ein bisschen die schwierigste Challenge sein soll. Würde jetzt sagen, von den Heilern ist schon ein bisschen knackiger, ging aber von der Progress-Zeit, weil ich schlichtweg die anderen Heiler alle schon gespielt habe und es natürlich dieselbe Challenge ist. Wir wollen uns in dem Guide einmal die Skillung anschauen, und zwar hier, von einem Healing-Priester. Dann schauen wir uns einmal das Gear ein bisschen an. Wir werden uns ein bisschen über die Consumables drüber gucken, sowohl als auch die Verzauberung und Sockel, die ich drin habe. Ich habe diesmal jetzt hier ein paar Addons ausgeschalten. Liegt einfach daran, ich habe kein Heal-Addon und spiele quasi mit dem Blizzard-Interface. Das werdet ihr gleich drin sehen. Und einige Addons spacken irgendwie damit rum, dass die Mobs angezeigt werden, beziehungsweise die Target-Balken von meinen Verbündeten, und mit Mouseover dann zu heilen, ist ein bisschen nervig, wenn die nicht angezeigt werden. Sprich, wenn ihr dasselbe Problem habt, schaltet ein paar Addons aus, dann funktioniert das in der Regel. Gut, ich würde sagen, schauen wir einmal über die Talente drüber. Ich habe einmal gespielt mit Spur des Lichts, dann haben wir hier mit dem gespielt, dann Schutzengel, Tadel haben wir gespielt, Woge des Lichts, Göttlicher Stern. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hätte wahrscheinlich auch mit Segnung spielen können, schlichtweg deswegen, weil ich den Stern, glaube ich, 2-3 Mal nur eingesetzt habe. Den kann man eigentlich alle 15 Sekunden einsetzen. Ich habe es ein bisschen vercheckt. Es geht auch ohne den Stern. Könnt ihr auch mit Strahlenkranz spielen. Ich persönlich würde dann fast zur Segnung neigen, wenn man halt wie ich jetzt das bisschen verpasst, immer den göttlichen Stern noch zu ziehen. Da muss man auch ein bisschen zielen tatsächlich, dass der Sinn macht. Also da bin ich so ein bisschen am Schwanken. Und dann haben wir noch Apotoese oder irgendwie sowas. Genau, das habe ich auch noch geskillt. Dann kann man dann immer schön seine Abklingzeiten wieder abschließen. Hätte ich vielleicht auch öfter drücken sollen. Ich spiele Main sonst keinen Heal-Priester, deswegen, ja. Aber es hat alles soweit geklappt. Gut, was haben wir mit dem Gear so angelegt? Und zwar, ihr kennt es vielleicht von mir schon, ich spiele die meisten Challenges mit diesem hergestellten Gear. Das heißt tatsächlich auch so. Und der Name ist da Programm, das kann man herstellen. Das ist einmal ein Craft-Gear, was in dem Fall einen Schneider bauen kann. Gibt es bei den anderen Rüstungsklassen natürlich auch eine Variante. Und ist ein MOP-Rezept. Bei diesen Sachen hat man immer den Vorteil, dass man da noch extra Sockel drauf hat. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir einen Haufen schöne Sockelchen auf dem Gear drauf. Und ja, im Mage Tower ist es ja so, dass unser Gear bzw. unsere Charakterlevel runterskaliert werden. Heißt, ihr könnt das krasseste Mythic Endboss Gear haben und es wird alles auf Item Level 50 skaliert und ihr seid auch Stufe 50. Dementsprechend macht es Sinn, sich Gear zu holen, das die optimalen Stats hat und oder am besten Sockelslots drauf hat, weil da kriegt man am Ende am meisten Stats raus. Deswegen, das hergestellte Gear könnt ihr komplett im AH euch kaufen und oder herstellen, wenn ihr einen Schneider habt. Und die Sockel natürlich auch. Ich habe jetzt auf den Handschuhen einen epischen Insockel drin. Die epischen sind da die besten mit 3 Intelligenz. Auch die Sockel werden gescaled, deswegen solltet ihr keinen größeren blauen reinmachen, weil der wird immer unter den epischen gescaled. Es gibt noch einen besseren epischen, der 4 Intelligenz hat, den ihr auf jeden Slot drauf sockeln könnt. Die sind aber relativ teuer, deswegen habe ich mich hier für die 3 Insockel entschieden. Dann auf dem Gürtel ist auch wieder ein hergestelltes Item. Da kann man theoretisch noch einen extra Sockel drauf machen. Da gibt es so eine eiserne Gürtelschnalle, heißt die. Die war leider bei mir nicht im Auktionshaus, deswegen habe ich hier jetzt keinen zweiten Sockel drauf. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könntet ihr noch einmal draufhauen. Auf den Händen habe ich jetzt vergessen, einmal Zaubermacht noch zu erwähnen, habe ich drauf verzettet. Wichtig hier, auf den Slots, wo es keine aktuelle Shadowlands-Verzauberung gibt, craftet ihr euch oder kauft ihr euch Item Level 48. Dann verliert ihr zwar 2 Item Level und ihr habt dann auch ein paar weniger Stats drauf, aber diese Items könnt ihr mit den alten Verzauberungen noch verzaubern und auch die alte Gürtelschnalle hier beim Gürtel. Also die alten Verzauberungen könnt ihr maximal bis Stufe 50 drauf machen und dementsprechend solltet ihr da die 48er Teile herstellen, weil ihr dann overall über die Verzauberung mehr Werte kriegt. Auf allen, wo es eine Shadowlands-Verzauberung gibt, könnt ihr die Items auf 54 herstellen, dann habt ihr, weil es auf 50 runterskaliert wird, die vollen Stats und die Shadowlands-Verzauberung. Hose habe ich auch auf 48 hergestellt und hier einmal, das ist glaube ich vom Schneider so eine Bestickung mit 3 Int und 2 Versa. Dann auf den Schuhen habe ich hier 4 Tempo drauf verzaubert. Dann die Ringe, könnt ihr eigentlich die beiden Craft-Ringe aus Shadowlands nehmen, vom Juve. Die haben immer auch noch einen extra Sockel drauf. Ich habe mich hier für Tempo entschieden von der Verzauberung.
Hier hätte man den zweiten Juwelring nehmen können. Ich habe jetzt einfach einen alten Ring aus Legion genommen. Der ist auch Stufe 59, hat 3 Sekundärstats, deswegen scheint er relativ gut zu sein. So, bei den Trinket wird es jetzt relevant. Ich habe einmal als Trinket hier Sitzborn der Blick genommen. Das ist quasi ein DPS-Trinket aus dem aus der Höllenfeuer-Zitadelle von Iskar gedropptes. Kann man im NHC, HC und Mythic farmen. Würde ich euch empfehlen, für die meisten Challenges, wo man ein Caster spielt, ist es absolut Biss, weil es so ein Damage macht. Ich glaube, in der Disci-Challenge hat das Ding über 20% meines Schadens gemacht. Also nur das Trinket. Ich kann jetzt mal gucken, verursacht der Schaden. Gut, jetzt hier habe ich nicht sonderlich viel GDPS, deswegen ist es wahrscheinlich nicht sonderlich hoch. Aber ihr seht, dunkle Strahlen, das ist das, 21% an meinem Schaden. Also da seht ihr, das Ding rentiert sich und ihr müsst auch ein bisschen DPSen hier bei der Heal Challenge. Das zweite Trinket, was ich genommen habe, ist das hochgeborene Kompendium der wirbelnden Flut. Das könnt ihr euch auch im AH kaufen oder craften, als Inschriftenkundler ist das. Dann habe ich mir als Waffe einmal quasi einen Erlumstab geholt. Der hat nämlich einfach einen Haufen Tempo drauf, himmlische Führung drauf, verzaubert und gut, könnt ihr jegliche andere Waffe nehmen. Handgelenke könnt ihr ein aktuelles Gear-Teil nehmen. Da könnt ihr nämlich eine Shadowlands-Verzauberung drauf machen mit 15 Int. Dementsprechend ist da das Item-Level egal, außer ihr kriegt halt irgendwo ein Sockel-Item noch her. Ich glaube, von den Claws Hall Set gibt es ein Handgelenk mit einem Sockel. Also wenn ihr der Min-Maxen wollt, könnt ihr euch da noch was holen. Dann auf der Brust wiederhergestelltes Item. Hier habe ich 30 Privärwerte, Shadowlands-Verzauberung drauf gemacht. Und ihr seht, das Item ist 54, weil wir da quasi keine alte Verzauberung drauf machen müssen. Was kriegen wir hier noch an Sockel rein? Ich habe hier einmal Säbler-Auge der Intelligenz und Krakenauge der Intelligenz. Das sind Sockel, die ihr nur einmal in den Gear reinmachen könnt. Das Gear muss 50 aufwärts sein. Und da 6 Intelligenz, beziehungsweise nochmal 6 Intelligenz drauf. Deswegen hier auf das höhere Item. Dann auf dem Rücken habe ich jetzt einfach einen ganz normalen alten genommen mit 20 Ausdauer, 30 Vermeidung. Da könnt ihr auch ein Shadowlands-Item anlegen, ist vollkommen egal. Dann hier haben wir auf dem Schulterslot wiederhergestelltes Gear. Da habe ich eine Inschrifter-Verzauberung mit 5 Intelligenz plus 2 Crit drauf. Dann auf dem Hals habe ich jetzt hier Brüders, ein Legendary aus Legion. Hier könnt ihr alternativ, wenn ihr das nicht habt, auch einfach den Juwe-Hals euch von dem Juwe herstellen lassen oder kaufen. Und auf dem Kopf habe ich wieder das hergestellte Item. Hier einen Item Level 54. Es gibt nämlich keine Kopfverzauberung, die ihr euch im Haar kaufen könnt. Es gäbe, glaube ich, aus Wottel von den Söhnen Hodius eine Verzauberung, aber da will ich jetzt nicht extra mit dem Charu farmen, deswegen scheiß auf die Verzauberung. Wenn ihr absolut min-maxen wollt, könnt ihr euch die holen, ein 48er Item herstellen und da gucken, aber wie gesagt, das ist nicht notwendig. Was haben wir hier an Sockel drin? Wir haben einmal einen Metasockel mit 3 Int und 3% erhöhten Crit-Effekt. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich einen alten Kopf zu holen, der so einen Metasockel-Slot hat. Und dann nochmal einen Special-Sockel mit Leviathan-Auge der Intelligenz mit 7 Intelligenz plus. Gut, soweit zum Gear. Dann kommen wir einmal zu den Consumables. Ganz klar, wir haben Intelligenz dabei mit der Rolle und Ausdauer mit unserem normalen Buff. Die Rolle heißt übrigens Kriegsrolle der Intelligenz. Da gibt es drei verschiedene. Es gibt einmal die Ausdauerrolle, brauchen wir nicht, weil wir ja dementsprechend Ausdauer selber haben. Die Int-Rolle und die Angriffskraftsrolle. Es macht theoretisch Sinn, sich die Angriffskraftrolle auch zu kaufen, weil man einfach nicht nur sich bufft, sondern seine NPCs. Die sind alle Melee-Mobs und dann machen die mehr Schaden. Also man kann sich überlegen, ob man die auch kauft. Mittlerweile ist ja der Patch 2.9.2.7 raus und die ganzen Sachen sind extrem günstig. Als ich mir die meisten Mage Tower Sachen noch gespielt habe, haben diese Kriegsrollen 300 bis 1000 Gold eine gekostet. Verschrieben, wo haben wir es denn? Kriegsrolle der. So, jetzt haben wir es. Seht ihr, die Dinger kosten nichts mehr. Also, seit das AH zusammengelegt ist, alle Stackable Items sind absolut günstig. Also, die kann man sich easy kaufen, bringt schon ein bisschen was. Dann habe ich noch einmal gespielt mit einer Verstärkungsrune. Dann habe ich hier das Shadowland Tempo Food geholt. Einmal das Schattenkernöl. Die Flas heißt großes Fläschchen der unendlichen Tiefen. Damit kriegt man am meisten Int raus. Mit dem aktuellen Shadowlands Fläschchen hat man im Mage Tower tatsächlich ein bisschen weniger. Und dann habe ich spiritueller Mana-Trank. Der bringt noch ganz gut Intelligenz. Zusätzlich haben wir nochmal irgendwelche Trommeln. Welche ihr da nehmt, ist vollkommen egal. Kauft die günstigsten. Weil ihr werdet eher 50 skaliert, dann könnt ihr auch die 50er Trommeln benutzen. Gut, soweit zu den Consumables. Dann würde ich sagen, schauen wir in den Kampf rein. Ich habe euch das schon einmal hier rausgesucht. Jetzt nehme ich nur kurz einen Schluck, weil das wird längerer Ritt. Ihr seht, 19 Minuten ist der Kampf.
So, starten wir mal rein hier in das Ganze. Am Anfang ist es, wie bei den meisten Challenges, erstmal ein bisschen gelabert, da passiert noch nicht sonderlich viel. Und hier seht ihr auch, was ich meine. Ich habe mir quasi mit dem Schlachtzugsinterface, also die Gruppe im Schlachtzug anzeigen lassen und das hier ein bisschen runtergezogen. Wenn ich meine kompletten Add-ons anhatte, hat es gebuggt und mir wurde einfach, wurden die NPCs hier nicht angezeigt, ne? Wenn das bei euch aus der Fall ist, macht die ganzen Addons, die ihr nicht braucht, aus. Ich habe ehrlich gesagt nicht rausgefunden, welches Addon mir das verbuggt hat. Deswegen alles, was ich nicht brauche, raus und ja, dann behebt ihr den Bug, falls ihr das auch habt. So, als erstes ist es so, wir haben hier x Phasen, ich glaube 5, 6 Phasen sind es. Und als allererstes kämpfen wir gegen diese NPCs. Da kommen verschiedene Wellen. Am Anfang haben wir einfach nur hier, ich nenne ihn jetzt mal Hunter, also der heißt Armbrustschütze, ne? Und der hat eigentlich nicht so viele Fähigkeiten. Er macht halt normalen Autoshot. Und was er macht, ist halt dieser Schuss, dieser Pfeil. Und wer im Fall drin steht, kriegt halt so einen Dot ab. Den Dot könnt ihr dispeln. Wenn ihr den nicht dispelt, haut er einen Haufen Schaden raus. Und wenn der euch trifft, saugt euch richtig viel Mana ab. Also da müsst ihr gucken, dass ihr den sofort runterdispelt und am besten selber nicht abkriegt. Dann, jetzt stoppen wir mal kurz, haben wir als zweites einmal einen Magier und einmal nochmal so einen Hunter. Bei dem Magier ist es so, dass der einfach nur Arkanenblitz castet. Und bei diesem Arkanenblitz ist es so, dass der relativ viel Schaden verursacht und er stackt sich jedes Mal ein Stack auf, dass er prozentual mehr Schaden mit dem Zeug macht. Ich habe einen durchgelassen und dann habe ich einen halb casten lassen und dann ein 4 gezogen, ne, dass er geführt wird. Seht ihr, da ist wieder ein Stack drauf, dispeln wir runter. Wenn er mit einem Stack durchcastet, dann one-shottet er eigentlich in der Regel die Leute schon. Also da müsst ihr echt gucken. Ja? Dann hier das Zeug wieder dispeln von dem Hunter. Die Hunter, die können eigentlich fast gar nichts. Solange ihr das Zeug dispelt und immer schön einen NPC zwischen euch und ihm hinstellt, dass ihr quasi das Zeug sorgt, ist fein. Wenn ihr das Ding abkriegen solltet, müsst ihr es instant dispeln. Das zieht euch Mana etwa so weg. Zack, zack, zack und Mana ist weg. Und dann steht ihr ohne Mana da und das ist eher schlecht hier. Also deswegen, ihr solltet es am besten gar nicht abkriegen. Wenn ihr es abkriegt, müsst ihr es instant dispeln, sonst ist euer Mana quasi gone. So, jetzt haben wir die dritte Gruppe und hier ist es jetzt eigentlich so, dass wir den sofort mit unserem Stun stunnen wollen und den anderen nach ein paar Sekunden quasi einmal shackeln wollen, also dieses untote Fesseln. Das Problem, irgendwie habe ich meinen Stun verkappt, habe mich vorhin verklickt und habe meinen Stun nicht ready. Das ist jetzt eher ungünstig, weil jetzt gehen hier ein, zwei Casts durch. Da müsst ihr ein bisschen gucken, jetzt habe ich das nochmal gedispelt. So, jetzt macht er seinen komischen Messertanz hier und bei dem Messertanz müsst ihr ihn am besten immer sofort in das Shackle packen. Das bricht es nämlich ab. Kleine Randinformation, der Messertanz ist erstmal ein Cast, das es auflädt und dann kanalisiert er den Messertanz. Ihr wollt ihn nicht shackeln während dem Initialcast, weil sonst macht er, wenn er aus dem Shackle rauskommt, den Cast sofort wieder, sondern ihr wollt ihn quasi shackeln, wenn er diesen Channel macht, ne, dass das abbricht und dann macht das nicht mehr. So, jetzt macht er wieder das Ding, zack, wieder ein Shackle rein und der Cast hört auf. Was macht der Messertanz? Der macht einfach AE-Schaden auf alle Spieler bzw. auf unsere NPCs und zwar relativ viel. Heißt, wenn es durchcastet, müsst ihr einen Haufen gegenheilen und deswegen wollen wir den einfach mal wegshackeln, dann macht er das nicht. Und das zweite, was ihr gesehen habt, ist so ein Verfolgen. Der verfolgt einfach einen Spieler und haut halt ordentlich runter. Seht ihr, jetzt macht ihr wieder das Verfolgen. Da ist ein Wutzustand drauf. Das könnt ihr, theoretisch könnt ihr ihn kiten, aber bleibt einfach stehen, Hals gegen. Das geht als Priester relativ gut. So, ich habe jetzt nochmal gestoppt. Jetzt ist dieses dritte Pack down und jetzt kommt nämlich das vierte Pack, müsste das sein. Und da wird es jetzt ein bisschen knackig. Wenn ihr, wie ich es ursprünglich gesagt habe, quasi bei dem dritten Pack den einen Magier am Anfang hier mit dem Segenwort Züchtigung gestunt habt, das habe ich jetzt ein bisschen verkackt, dann drückt danach diese Apothese, oder wie das Ding sich schimpft, um den Cooldown zurückzusetzen. Ne? Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr jetzt gleich für das schwerste Pack keinen CC mehr. Bei mir war es irgendwie so, dass ich es vorhin verkackt habe und jetzt habe ich es eh wieder ready, aber normalerweise müsst ihr es zurücksetzen. So, der Typ kommt raus, ihr stunt ihn gleich, lauft halt ein bisschen hin, könnt ihn ein bisschen dotten oder ich habe jetzt einfach AE-Schaden gemacht und so, jetzt seht ihr, die casten ihren Messertanz, er castet seinen, quasi seinen Arkanblitz oder wie das Ding auch immer heißt. Und ihr wartet, bis der Cast hier durchgeht, setzen an und dann werden alle gefeiert. Ne? Deswegen müssen wir gucken, dass wir hier möglichst nah zusammenstehen. So, jetzt versuchen wir ihn immer wieder runter zu dispeln. Und jetzt stürmen diese beiden Dudes hier zu. Es ist so eine 50-50 Chance, dass die beiden auf euch gehen oder dass sie splitten. Wenn die beide auf euch gehen, dann seid ihr, dann geht euer Leben etwa so runter. Deswegen, ihr müsst instant, ihr seht schon, ich cast gerade untote Fesseln, einen von den beiden fesseln und euch dann gegenhalten, ne? Gegen den anderen. Wenn die beide auf euch geht, dann ist es auf jeden Fall der Fall. Wenn die splitten, dann ist es ein bisschen einfacher. Und ja, wir haben auch HT hier gezogen und ich habe auch meinen anderen Tempo PI-Gedönse gezogen hier. Also, dass ich da wirklich komplett schnell durchcasten kann. Weil hier geht es dann um jede halbe Sekunde quasi. Und jetzt machen wir es halt immer so, wenn die verfolgen, wird einfach gegengeheilt.
Und wenn die einen Messertanz machen, wird gescheckelt. Er macht wieder so einen Messertanz, einmal einen Scheckel drauf. Und ganz wichtig ist, scheckelt immer den, der nicht quasi angegriffen wird von euren Mobs. Wenn ihr nämlich einen Mob scheckelt, den sie angreifen, switchen sie auf den anderen. Dann habt ihr beide mit halbem Leben da und dann müsst ihr ewig lang gegen beide dealen. Ihr wollt immer quasi einen DPSen lassen und den anderen, der voll Life habt, den scheckelt ihr. Es gibt auch Taktiken, dass ihr den einen scheckelt, den anderen scheckelt, dass sie beide abbrechen. Dann greifen sie aber blöderweise dann immer wieder den falschen an, dann muss man das irgendwie kontrollieren. Ich habe es einfach so gemacht, einen lasse ich durchkasten, das heile ich gegen und den anderen nehme ich eigentlich komplett raus. So war es am einfachsten. So, jetzt kommt die nächste Gruppe. Hier will ich am Anfang eigentlich wieder den Caster stunnen. Eigentlich wieder hier den Cooldown abbrechen. Hab's wieder nochmal verkackt. Lass den Messertanz durch und vier wieder alle. Ja. Dann bei ihm wieder immer schön den Debuff runternehmen. Ne, sobald er dann durch hat, einmal quasi dispeln. Das habe ich jetzt irgendwie hier verkackt. Okay, er ist noch rechtzeitig gestorben. Und dann haben wir wieder den Hunter und einmal hier den Soldaten, ne, der seinen komischen Messertanz macht. So, jetzt laufen die hier relativ weit raus. Jetzt muss ich gucken, dass ich das einmal wieder auf den Mob kriege. Er macht seinen Messertanz, heißt, wir müssen jetzt einmal CC'en. Ich mache wieder Untoten fesseln. Und jetzt hauen die halt so langsam den Hunter erstmal runter. Es kann ein bisschen ätzend sein, wenn ihr quasi gleichzeitig von ihm ein bisschen wecken müsst und dann hier quasi der Cast kommt und ihr am besten schaut, ne, dass ihr einen Mob zwischendrin stehen habt, dass ihr halt den Scheiß nicht abkriegt. Sonst ist es relativ easy. Ich muss sagen, mit anderen Klassen wie beim Monk musste ich das hier kiten. Oder ich glaube, beim Shami war es auch der Fall. Beim Priester lässt sich das bequemst gegenheilen. Es scheint auch so zu sein, dass die Mobs unterschiedlich gescaled sind in den verschiedenen Heil-Challenges. Zum Beispiel diese Magier, die diese Casts machen, haben die gleiche quasi die gleichen Fähigkeiten bei allen Heilern. Bloß beim Priester, wenn der einen Stack oben hat, dann haut der so viel Schaden raus, dass der die Mobs nahezu one-shottet. Bei den anderen Klassen, wo man es nicht, wo man keine Gegner dispeln kann, macht es bei Vibe nicht so viel Schaden. Dann kann man die, muss man die zwar, wenn die zu viele Stacks haben, auch mal CC'en, aber wenn die 2-3 Stacks haben, dann one-shotten die NPCs noch nicht. Also da ist das Scaling ein bisschen anders, aber gut, man muss natürlich dazu sagen, die können auch diese Gegner quasi nicht CC'en. Gut, wir haben die erste Phase durch. Ich habe jetzt hier, waren kurz AFK, zwischendrin jetzt springen wir hier mal einen Ticken weiter. Okay. Genau. Ihr könnt nämlich hier einmal komplett vollrecken. Also ihr kommt zwischendurch immer wieder aus dem Kampf raus. Und sobald ihr vollgereckt habt, könnt ihr dann hier reinlaufen. Und hier beginnt jetzt quasi die nächste Phase. Beziehungsweise sagt jetzt hier schon die dritte Phase. Ich glaube, diese Zwischenphase, wo wir vollrecken können, ist auch eine Phase. Ne? Und hier ist es jetzt so, dass wir einmal den Turm hochsteigen müssen. Und dazu haben wir insgesamt 5 Minuten Zeit. Ihr seid hier kurz gestunt. Wenn wir aus dem Stun rauskommen, haue ich hier mir das Gebet drauf, ein Schild und erneuern. Und dann werden die Gegner hier angreifbar und die DPSen wir jetzt weg. Ich mache jetzt quasi meine 2 Dots drauf. Und jetzt dotte ich alle hier weg. Am besten vorher schon diese Sprechblase wegklicken. Dann könnt ihr sonst die Mobs nicht anklicken. Und tötet den ersten. Ihr bleibt in der Mitte stehen. Und ganz wichtig ist, ihr tötet einen und haltet euch instant wieder voll. Wenn einer von den Mobs stirbt, dann kriegt ihr extrem Schaden. Es ist etwa, ja, ohne Schild, also wenn ihr nichts habt, die Hälfte, 2/3 Leben wird da abgezogen. Heißt, ihr müsst immer einen töten und dann dementsprechend den nächsten killen. Wenn ihr zu nah an denen dran steht, kriegt ihr einen Haufen AE-Schaden. Deswegen müsst ihr mal gucken, dass ihr möglichst weit von den Viechern wegsteht. Und einen töten, wieder voll heilen. Einen töten, wieder voll heilen. Es geht im Grunde aus, dass ihr sie zweimal voll dottet. Und sie sterben dadurch eigentlich nicht. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr auch dieses Iskar-Trinket anhabt. Das proc't natürlich random und macht quasi Schaden in so Strahlen quasi. Ne? Also wenn jetzt 2 Mobs stehen und der auf dem hinteren proc't, dann DPS das den vorderen auch. Und wenn dann quasi die Gegner dadurch sterben und 2 gleichzeitig hochgehen, seid ihr halt tot. Deswegen zu knapp solltet ihr das nicht machen. Und so ein bisschen euch bewusst sein, okay, was für Trinket spiele ich? Proc'en die mit irgendwas? Ich hatte das mit meinem, ich glaube Monk war das, da habe ich mit diesem Drachling-Trinket gespielt, weil er dieses Iskar-Trinket nicht anlegen kann. Und der Drachling proc't und der haut, wenn er proc't, richtig Schaden raus. Also es gibt so ein Inji Drachling-Trinket. Und das hat dann öfter mal eins umgehauen. Ich habe da, weil das andere umgehauen, die sterben gleichzeitig, ich bin einfach One-Shot. Also da sollte man ein bisschen aufpassen. So, ihr seht jetzt hier, habe ich jetzt gerade nichts zu gesagt, wenn wir hier reinlaufen, haben wir verschiedene Mobs. Wir haben einmal diese Teufelskugel, da macht ihr einfach eure Holy Nova. Wenn ihr da zu nah hinlauft, macht die einen Blitz, die macht extrem Schaden. Also die müsst ihr einfach weggehen. Und dann haben wir noch 3 Fledermäuse und den großen. Wichtig, die Fledermäuse, umso länger die leben, stacken sich hoch, werden größer und machen mehr Schaden. Also da solltet ihr gucken, dass ihr die einfach mit Holy Nova weggeht, beziehungsweise den Stern könnt ihr auch reinhauen und ihn halt einfach töten, da ist nichts dabei. So, ihr seht, die Teufelskugel kommt wieder. Ich laufe in die Ecke,
und tue sie mit Holy Nova weghauen. Und ja, die wird dann ein paar Sekunden quasi, kann hier nichts machen. Warte mal, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück. Die kann ein paar Sekunden dann nichts machen und nach 10 Sekunden oder so taucht die wieder auf. Wir müssen dann nämlich hier einmal das Gitter aufklicken und wir haben hier einen Mob, den müssen wir dispeln. Den disteln wir und die anderen müssen wir instant voll heilen. Ne? Dann nutze ich hier die Instant-Heilung, hier haue ich ein bisschen Blitzheilung drauf auf die Kollegen und wenn die voll geheilt sind, dann können wir den Boss angreifen. Wir können die nämlich nachher benutzen, so als menschliches Schutzschild oder elfisches Schutzschild, um quasi so einen Hit von ihm, ne? Das ist wieder so ein Armbrustschütze, den wir von vorhin kennen, zu soaken. Die können jeweils ein Ding soaken und dann sind sie weg. Alternativ könnt ihr natürlich auch diese Hits immer CC'en, ne? Ich mache jetzt hier einfach meinen Stun drauf und der ist auch CC'd und macht quasi seinen Hit nicht mehr. Dann spare ich mir das quasi hinter die Mobs zu laufen, ist ganz angenehm, ne? Müsst ihr nicht machen, aber die CCs brauchen wir sonst für eh nichts. Und beim ersten haue ich einen Stun drauf, ups, jetzt habe ich mich ein bisschen verzogen, und beim zweiten mache ich einfach einen 4, ne? Dann haben wir das. Sobald wir den getötet haben, können wir uns wieder voll heilen und das nächste Gitter aufmachen. Wichtig, ihr seht hier die Zeit, ne? Man hat am Anfang 5 Minuten. Wenn ihr noch über 2 Minuten Zeit habt, wenn ihr hochlauft, dann habt ihr dicke Zeit. Jetzt haben wir einen Haufen von diesen Funken, die ja immer wieder weg. Wie gesagt, wenn ihr euch von denen einmal hitten lässt, ihr tickt so schnell runter, also das haut fast euer komplettes Leben weg mit so einem Dot. Also da müsst ihr dann HCDs ziehen, am besten sofort Schutzgeist geben. So, dann pullen wir jetzt hier den Boss raus und ihr seht, wir haben hier wieder Augen. Diese Augen fliegen langsam auf uns zu. Ich persönlich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich den Boss quasi hier erstmal fokus. Ich ziehe Heldentum, das resettet sich nämlich auch wieder. Und ich ziehe wieder meine PI und laser einfach voll Damage auf ihm durch. Wichtig, diese Teufelskugeln fliegen immer wieder an, immer wenn die zu nahe kommen, Holy Nova ziehen. Dann, wenn die Augen euch zu nahe kommen, weglaufen. Zusätzlich spawnt der Boss noch diese Laseraugen. Wenn ihr in dem Laser steht, macht ein bisschen Schaden. Aber ihr seht, das war jetzt nicht krass viel. Ja? Also in den Laseraugen kann man eigentlich drin stehen bleiben. Bloß wenn diese anderen Augen an euch ranfliegen, die flackerten, das macht einen Haufen Schaden, wenn die zu nah sind. Deswegen bin ich jetzt auf die Seite, auf die andere Seite gelaufen. DPS ihn runter. Der Boss macht übrigens noch so einen Cast. Der macht ein bisschen Schaden, aber nicht viel. Ihr könnt auch die Augen hier als erstes töten, aber ihr habt die Problematik. Ihr tötet ein Auge, das droppt euch verdammt low, dann haut der Boss noch was raus, ihr steht in den Laseraugen, dann könnt ihr schnell sterben, wenn ihr sterbt, ist halt vorbei. Ne? Deswegen besser erst den Boss töten und dann ganz bequem die Augen. Ihr seht, ich habe noch über eine Minute Zeit. Ihr könnt natürlich hier auch wieder multidotten die Augen, wenn ihr wenig Zeit habt, um sie dann schneller zu killen. Wenn ihr wie ich hier eine Minute Zeit habt oder mehr, dann könnt ihr es ganz gemütlich machen, eins nach dem anderen und gut ist. So, hier können wir jetzt theoretisch dann wieder racken. Oder wenn ihr jetzt relativ viel Mana wie ich habt, dann einfach weiter das Tor aufmachen und wir kommen quasi in den letzten beiden Phasen. Hier passiert jetzt erstmal nicht sonderlich viel. Und zwar ist es jetzt so, dass die erstmal ein bisschen miteinander quatschen. Ich habe hier die ganze Zeit das Recount-Ding offen, ich sag's euch. Und nach ein paar Sekunden... Ach übrigens, eine Info noch, ihr könnt hier nochmal Ausdauer buffen, weil die Buffs sind resettet und ich habe auch nochmal quasi Int gebufft. Wenn ihr jetzt hier noch eine Stärkerolle dabei habt oder ich glaube Angriffskraft ist, dann könnt ihr den auch mal den Mobs Angriffskraft buffen. Aber das ist so eine Sache. Ich habe jetzt hier alle noch mit der Besserung quasi, mit der Besserung gebufft. Und zwar ist es jetzt hier gleich so, dass die sich gegenseitig angreifen. Ihr könnt die zwar heilen, aber die ne, hauen sich halt gegenseitig runter. Und wir müssen gleich hier noch NPCs hochheilen, die nebenbei erscheinen. Deswegen Effekte, die quasi ein bisschen drauf sind, schon mal komplett die Vollhotten, Schilde, Erneuerung, Gebet der Besserung. Und jetzt müssen wir nämlich diese Mobs heilen. Ihr seht, ich fange mit dem rechten an, hau mal eine Blitzheilung drauf, dass ich weiß, sie kriegen die Heilung. Und dann ziehe ich meine Hymne, ne? Dass die alle voll geheilt werden. Die dürfen nämlich am besten den Boss nicht erreichen. Den nächsten hochheilen und da hinten haben wir den letzten. Ne? So, also drei Stück in der ersten haben wir mit einer Hymne relativ easy machbar. Nebenbei müsst ihr eure NPCs noch ein bisschen hochziehen, weil wie gesagt, die klopfen sich runter. Jetzt kommt die zweite Welle. Hier wollen wir gucken, dass wir wieder rechts anfangen, den hier einmal hochziehen. Wir haben hier die Instant-Heilung, den zweiten am besten hochziehen und den letzten, den Bogenschützen, den lasst ihr durch. Jetzt tun wir unsere NPCs wieder hochheilen. Ich muss sagen, bei allen anderen Heilerklassen war das nebenbei, die NPCs heilen wesentlich easier. Beim Priester habe ich tatsächlich gestruggelt, die Typen hochzukriegen, wenn ich die anderen heile. Und jetzt kommt quasi die schwerste Phase. Jetzt haben wir nämlich keine HCDs mehr. Wir müssen am besten jetzt wieder drei Stück hochheilen. Fangen wieder rechts an, Instant-Heilung. Den einmal hoch. Dann können wir das einmal jetzt auch resetten wieder, die Instant-Heilung und den nächsten hochheilen. Und dann haben wir jetzt hier den letzten. Da haben wir jetzt keine CDs leider mehr. Da versuche ich jetzt mal noch alles rauf zu pumpen. Ich dachte eigentlich, dass ich es geschafft habe, aber 3% haben gefehlt und er ist durchgegangen. Und ihr seht, hier
Es sind einmal die Mobs, die durchgegangen sind. Ihr solltet einen durchlassen, wenn zwei durchgehen, wie bei mir, ist auch nicht so schlimm. Wenn er nämlich, ich glaube insgesamt, lasst mich nicht lügen, 3, 2, 3, also 6, 7, 8 Mobs, wenn ihr geheilt habt, dann hört die Phase auf. Ja? Wenn ihr quasi 3, 3, 2 macht, dann beginnt instant der Bosskampf und ihr könnt nicht recken. Wenn ihr zwischendrin einen durchlasst, dann kommt hier noch ein ewiges Gelaber und ihr müsst dann gleich gegen die zwei kämpfen. Und dann habt ihr nämlich hier die Möglichkeit zu recken. Also ihr wollt auf jeden Fall einen zwischendrin durchlassen. Wenn zwei durchgehen, wie bei mir, ist auch kein Weltuntergang. Am besten lasst ihr die Hunter durch, weil die können halt absolut gar nichts. Wenn ihr, wie gesagt, keinen durchlasst, geht direkt der Bosskampf los und ihr könnt nicht Mana recken. Und dann ist Kacke. Ne? Also lasst auf jeden Fall in der zweiten Welle oder in der ersten einen Mob durch. Ganz, ganz wichtig. So, jetzt kämpfen wir hier nochmal gegen die Hunter. Wie gesagt, die können nichts. Lasst ein bisschen hier eure NPCs den Hit fressen, dispellen. Schaut am besten, dass ihr jetzt hier keine CDs raushaut. Versucht möglichst wenig Mana rauszuhauen. Die Mobs machen auch nicht viel Schaden. Spart eure Cooldowns. Ihr werdet nämlich alle Cooldowns und alles bei dem Boss brauchen, was wir haben. Sowohl offensiv als auch quasi defensiv. Sobald wir die NPCs getötet haben, kommen wir dann in die letzte Phase. Und da wird es dann interessant. Schaut, dass ihr relativ nah am Rand steht, denn der Boss springt immer euch an und hinterlässt so eine Void-Fläche. Am Anfang, wir ziehen wieder HT, PI auf uns, DPS ein bisschen rauf und lassen uns low-droppen, denn wir haben hier einmal einen Debuff, den wir abkriegen und der Debuff, wenn der abläuft, verursacht er allen anderen, unseren verbündeten Mobs hier, so viel Schaden, wie wir an Leben quasi noch übrig haben. Heißt, wenn ihr 100% Leben habt, kriegen alle die 100% Schaden, sind insta-tot. Deswegen müsst ihr euch relativ low halten, aber nicht zu low, am besten zwischen 30 und 40%. Schild geht natürlich noch ein bisschen mit oben drauf. Dass wenn er euch anspringt, dass ihr nicht sterbt. Ihr seht, ihr müsst durchs Feuer laufen, es macht ein bisschen Schaden, 30, 40% seid ihr safe. Bedeutet, ihr solltet den Tank möglichst weit oben halten, die anderen auch. Die anderen kriegen nur durch den Dodge Schaden, die kriegen irgendwie, die NPCs kriegen keinen Damage, wenn sie in der Void stehen. Ihr seht, die sind komplett voll. Es kriegt quasi nur der Tank einen Haufen Damage und die NPCs kriegen halt Damage, wenn der Debuff ausläuft. Ihr seht, ich versuche mich immer so halb low zu halten. Schild ist hier echt euer Freund, ne, weil ihr dann dementsprechend zwar wenig Leben habt für den Debuff, aber noch, wenn er euch anspringt, ein bisschen was über. Zwischendrin solltet ihr gucken, dass ihr eure Dots auf dem Boss aufrechterhaltet und immer wieder Damage macht. Warum ist das wichtig? Und zwar, irgendwann haben wir die Problematik, dass der ganze Raum vollgegrützt ist und wenn der Boss da nicht tot ist, ja gut, sieht es halt schlecht aus. Heißt, wir müssen halt schauen, dass wir ein bisschen Schaden machen. Ich habe hier ehrlich gesagt ein bisschen gestruggelt und dementsprechend jetzt habe ich gerade zu viel Leben gehabt, bin kurz in die Void reingelaufen, nicht zu weit, weil ich wusste, er springt mich gleich an und habe ihn ein bisschen hochgeheilt. Hier wurde es dann gerade ein bisschen knapp. Also da muss man tatsächlich alles ziehen, was geht. Alternativ könnt ihr noch einen Mana-Trank ziehen, wenn ihr jetzt, wie ich, voll durchballert mit der Blitzheilung. Ne? Teilweise kann es dann auch mit Mana ein bisschen eng werden. Wahrscheinlich ist aber vorher der Platz aus. Hier ist es ein bisschen blöd, da müsste eigentlich noch ein bisschen eine größere Lücke tatsächlich sein. Ihr müsst am besten schauen, dass ihr so möglichst nah an dem Rand dran steht, dass ihr dementsprechend keinen Platz herschenkt. Ne? Ich stehe jetzt auch wieder nicht ganz dran, da hätte man noch ein bisschen näher dran stehen können. Ich hatte es aber auch teilweise, dass ich am Rand stand, den Tick noch gekriegt habe und deswegen gestorben bin und da bin ich mittlerweile ein bisschen vorsichtig geworden. Ne? Ist ein Tick nochmal nach vorne gelaufen, es läuft wieder aus. Ihr seht, mit dem letzten Tick, da stirbt man fast. Der Boss ist jetzt bei 26%. Mehr Fähigkeiten hat er tatsächlich nicht. Ne? Ihr müsst euch ein bisschen dran noch erinnern. Ihr habt dann auch noch den Engel am Ende, also mit dem könnt ihr auch noch ein bisschen spielen. Selbst wenn ihr hier sterbt, ist der Kampf nicht vorbei. Also ihr könnt selbst dem Engel noch ein bisschen weiter heilen und vor allem, wenn dann hier alles zugegrützt ist. Ich habe es dann so gemacht, dass ich mich dann auch selber angefangen habe zu heilen und die Gotteshymne gezogen habe. Das ist sowohl mich ein bisschen heil, die NPCs ein bisschen voll heil, beziehungsweise dann den Mob. Jetzt bin ich gestorben, eigentlich ganz gut, bevor der Debuff ausgelaufen ist. Und jetzt können wir einfach nochmal komplett unseren Tank hier vollziehen. Wie gesagt, die DDs müssen wir nicht heilen, die kriegen nur über den Dot-Schaden und da der Dot nicht kommt, wenn wir tot sind, ist gut. Am Ende habe ich nochmal geschildert, Schutzgeist drauf, meinen Hot draufgesetzt und jetzt hat der Boss noch 3% und ihr seht, viel Schaden kommt nicht rein. Die hauen ihn einfach nur runter und ihr seht, das hat auch gezählt. Ich habe jetzt hiermit diese Heldentat gekriegt, ne, dass ich alle 36 Challenges abgeschlossen habe. Ich glaube, bei der Mehrzahl der Heiler-Challenges war ich am Ende tot, aber das ist nicht schlimm. Solange die NPCs nicht sterben, ist da alles gut und man heimst quasi auch
dementsprechend den Credit für die Challenge ein und wenn man dann wie ich alle Challenges fertig hat, auch die Heldentat. Gut, damit sind wir eigentlich mit dem kleinen Guide durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen sei damit geholfen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr selbstverständlich gerne in den Kommentaren noch schreiben. Und ja, wenn ihr die anderen Challenges noch braucht, ich habe jetzt mittlerweile, wie gesagt, zu jeder Challenge ein Video gemacht. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Müsste auch eine Playlist oben im i verlinkt sein. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.